Und damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 26. Das ist die Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Antrag auf abstrakte Normenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes wegen des dritten Bevölkerungsschutzgesetzes. Ich kündige jetzt schon an, es kann am Ende der Debatte der Antrag auf namentliche Abstimmung gestellt werden. Wenn nämlich eine sofortige Abstimmung über den Antrag stattfinden soll, hat die AfD angekündigt, dass sie dann namentliche Abstimmung verlangt. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Und wenn Sie Platz genommen haben, eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Stefan Brandner, AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Deutschland kennen wir zwei gesetzlich normierte Ausnahmezustände. Zum einen den Verteidigungs-, zum anderen den Seuchen-, Pandemie- oder Infektionsfall. Im Vorfeld der Regelung des einen Ausnahmezustandes fanden etwa 10 Jahre lang hitzige Debatten im Parlament und in den Medien statt. Am Ende gab es eine höchst streitige Abstimmung im Deutschen Bundestag. Studenten, intellektuelle Gewerkschaften, aber auch SPD und FDP, man höre und staune, gingen damals gegen diese Grundgesetzänderung vor. Sie fürchteten eine Demokratiegefährdung und sie erinnerten an die Machtergreifung Adolf Hitlers. Die Regelung des anderen Ausnahmezustandes ging ganz flott. Wenige Tage Debatte, Verunglimpfung der Gegner durch Altparteien und Medien bei gleichzeitiger Unterstützung der Regierenden, ein paar Wasserwerfereinsätze gegen friedliche Demonstranten und dann nahezu einstimmige Zustimmung der ganz großen Koalition aus CDU, CSU, SPD und Grünen. Meine Damen und Herren, der eine Ausnahmezustand sieht im Verteidigungsfall die Möglichkeit vor, in 5 Grundrechte einzugreifen. Enteignungen, Freiheitsentziehungen, Dienstpflicht für Frauen, Einschränkungen Artikel 10 und 11. Im Seuchen- und Pandemienfall kann es zu zeitlich unbegrenzten Eingriffen in nahezu sämtliche Grundrechte kommen, angefangen bei der Menschenwürde Artikel 1, über das allgemeine Persönlichkeitsrecht Artikel 2, den Gleichheitsgrundsatz Artikel 3, die Religionsausübungs-, Wissenschafts-, Forschungs- und Versammlungsfreiheit Artikel 4, 5, 8, die Rechte von Familien Artikel 6, die Freizügigkeit Artikel 11, die Berufsausübungsfreiheit Artikel 12, die Unverletzlichkeit der Wohnung Artikel 13 bis hin zu Eingriffen in das Recht auf Eigentum Artikel 14. So sieht das dann konkret aus. § 28a Infektionsschutzgesetz. Möglich sind Anordnung von Abstandsgeboten, Maskenpflicht, Untersagung von Freizeitveranstaltungen, Untersagung des Betriebs von Freizeiteinrichtungen, Untersagung von Kultur- und Sportveranstaltungen, Untersagung von Veranstaltungen, Ansammlungen, Aufzügen, Versammlungen, religiösen Zusammenkünften, Untersagung von Reisen, Untersagung von Übernachtungsangeboten, Untersagung des Betriebs von gastronomischen Einrichtungen, Schließung von Betrieben, Gewerben, Einzel- oder Großhandel, Untersagung des Besuchs von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, Schließung von Hochschulen, Anordnung von Ausgangsbeschränkungen, Untersagung des Betretens von Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern. Das war nicht mal abschließend, meine Damen und Herren, so weit, so schlecht. Übrigens, das einzige Grundrecht, in das nicht eingegriffen wird, ist das Grundrecht auf Asyl. Man sperrt also ein ganzes Volk ein und verbietet Reisen, Einreisen und bleiben darf aber jeder. Das verstehe, wer will. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt zwei Ausnahmezustände verglichen. Und ich frage Sie, an welchen dieser beiden Ausnahmezustände sind höhere Voraussetzungen gebunden? Oder wo muss ich höhere Voraussetzungen erfüllen? In dem einen Fall, Verteidigungsfall, wo zeitlich begrenzt in 5 Grundrechte eingegriffen werden kann? Oder im Seuchenfall, in dem die Möglichkeit besteht, zeitlich unbegrenzt in alle Grundrechte, die ich Ihnen gerade genannt habe, mit allen Schikanemaßnahmen, die ich Ihnen gerade genannt habe, einzugreifen? Also, für wen muss ich höhere Voraussetzungen erfüllen? Es weiß keiner, ich sage es Ihnen. Der Seuchenfall ist viel einfacher festzustellen als der Verteidigungsfall. Für ihn reicht die einfache Mehrheit, um alle Grundrechte abzuschaffen. Für die Feststellung des Verteidigungsfalls brauche ich eine qualifizierte Mehrheit im Bundestag und sogar die Zustimmung
des Bundesrates. Und ob und wann Grundrechte dann wieder eingeräumt werden, steht in den Sternen. Sie kennen ja die Diskussion, vor allem auch betrieben von Frau Lamprecht. Wo ist die Gute eigentlich? Gar nicht da. Von Frau Lamprecht und Herrn Maas, dass es sich um Privilegien handeln würde, wenn man Grundrechte hat. Meine Damen und Herren, ich sage hier ganz klar, für uns sind Grundrechte keine Verfügungsmasse. Für uns sind Grundrechte keine Privilegien. Grundrechte gelten immer und überall, auch und vor allem in Krisenzeiten. Das schreiben Sie sich hinter die Ohren. Wir stellen fest, es besteht erheblicher verfassungsrechtlicher Klärungsbedarf. Für uns liegt die Verfassungswidrigkeit geradezu auf der Hand. Wenn schon Ausnahmezustand, dann Normierung im Grundgesetz. Das nennt man Vorrang der Verfassung. Aber auch die einfach gesetzliche Regelung, meine Damen und Herren, ist verfassungswidrig, da unbestimmt. Es reicht die Ausbreitung einer bedrohlichen, übertragbaren Krankheit, um diesen Ausnahmezustand festzustellen. Was diese bedrohliche, übertragbare Krankheit sein soll, ist nicht weiter definiert. Es reicht also im Zweifel jede Grippewelle, wie sie in nahezu jedem Winter auftaucht, um ein ganzes Volk einzusperren und zu drangsalieren. Wie praktisch für die Regierenden, die sich ja seit Jahren an millionenfachen Verfassungs- und Rechtsbruch gewöhnt haben. Das Infektionsschutzgesetz, meine Damen und Herren, das sage ich ganz klar, ist ein bewusst vage gehaltenes Unterjochungs- und Freiheitsberaubungsgesetz. Die Lösung wäre so einfach. Die bedrohliche übertragbare Krankheit in § 5, warum definieren Sie nicht einfach so wie in § 6, ein Paragraph später? Da sind bedrohliche Krankheiten konkret aufgelistet. So könnte man ein Gesetz bestimmtheitsmäßig korrekt fassen, sodass da keine Probleme mit der Rechtmäßigkeit bestünden. Aber Sie wollen es vage haben, Sie wollen freischalten und walten können zu Lasten der Bürger. Und dann, warum der Schikanekatalog in § 28a, den ich gerade vorgelesen habe, ist an alle Bürger gerichtet. Sie stellen alle Bürger unter Generalverdacht. Das ist ein Bruch mit den bisherigen Grundsätzen des Polizeirechts, nach denen nur Störer Adressat staatlicher Maßnahmen sein dürften. Es sind also schwere Verstöße gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Und wenn Sie sich dann noch mal das Manipulationspotenzial anschauen, was die Inzidenzwerte angeht, willkürlich festgelegte Inzidenzwerte, wenn Sie den Ausnahmezustand wollen, testen Sie einfach mehr, dann haben Sie auch mehr Infizierte, wobei wir ja inzwischen alle wissen, infiziert heißt weder erkrankt noch übertragbar. Also Sie können da schalten und walten und genau das wollen Sie. Willkür ist Tür und Tor geöffnet. Hinzu kommen dann noch Verstöße gegen den Föderalismus, also die Durchbrechung der Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist greifbar verfassungswidrig und hätte nie in Kraft treten dürfen. Die Merkel-Koalition hat es aber mit Unterstützung der Grünen durchs Parlament gepeitscht und verabschiedet. Die Opposition, hier mal nicht nur allein in Gestalt der AfD, sondern unterstützt durch die FDP und durch die Linken, konnte auf parlamentarischem Wege leider nicht verhindern, dass dieses Gesetz in Kraft tritt. Deshalb dieser Antrag, der gleich möglicherweise namentlich abgestimmt wird und mit dem wir als AfD allen echten Demokraten und Verfassungsfreunden hier im Hause die Möglichkeit geben, mit uns vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Und ich verspreche Ihnen, wir werden vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich sein. So wahr ich hier stehe, wir werden diesen Prozess gewinnen, wenn wir ihn gemeinsam denn als Oppositionsparteien führen, meine Damen und Herren. Bewusst haben wir auf die Vorlage, das kommt ja dann gleich, bewusst haben wir auf die Vorlage eine Antragsschrift ausformuliert, verzichtet, damit Sie sich einbringen können, in der Debatte dann auch einbringen können. Wir gemeinsam formulieren dann die Antragsschrift. Also, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, mit uns von der AfD gemeinsam für Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte. Das ist doch was. Ich lade Sie alle herzlich dazu ein. Seien Sie herzlich willkommen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Marco Luxack, CDU-CSU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt Freitagmorgen, 10.30 Uhr. Das ist die Primetime des Parlaments. Das ist normalerweise die Zeit, wo wir über die großen
Dinge, die großen Herausforderungen gerade auch in der Pandemie diskutieren. Die Menschen draußen, die uns jetzt zuhören, die wollen hören, was wir denn für Lösungen anbieten haben, was die drängenden Fragen sind und wie wir darauf reagieren wollen. Und was machen wir stattdessen? Wir müssen uns hier mit einem Antrag der AfD auseinandersetzen, der formal absurd ist, der inhaltlich völlig daneben ist und der in der Sache billiger Populismus ist. Warum? Warum ist der Antrag formal absurd? Man muss sich nur mal genau vergegenwärtigen, was die AfD hier von uns als Deutschen Bundestag beschlossen haben möchte. Der Bundestag soll begrüßen, dass sich genügend Mitglieder des Hohen Hauses zusammenfinden, um eine abstrakte Normenkontrolle gegen das Infektionsschutzgesetz auf den Weg zu bringen. Meine Damen und Herren, das ist doch absurd. Der Bundestag soll mit Mehrheit beschließen, ein Gesetz vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen, das er selbst mit Mehrheit beschlossen hat. Wenn diese Mehrheit, lieber Kollege Brandner, wenn diese Mehrheit da wäre, dann könnte der Bundestag das Gesetz doch gleich aufheben. Wieso also dieser Umweg zum Bundesverfassungsgericht? Wieso stellen Sie nicht gleich einen Antrag, dass dieses Gesetz aufgehoben wird? Ich kann Ihnen sagen, warum Sie das nicht machen. Weil Sie ganz genau wissen, dass Sie für Ihren Antrag hier keine Mehrheit bekommen. Warum wissen Sie das? Weil Sie den gleichen Antrag, wortgleich, identisch, schon im Oktober 2020 gestellt haben. Und auch damals haben Sie keine Mehrheit gefunden, weil Sie genau wissen, dass das Nonsens ist, dass das Bauernfängerei ist, dass das billiger Populismus ist. Schade, dass Sie unsere Zeit hier heute Morgen damit verschwenden. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nein. Und in der Sache ist das natürlich auch völlig unberechtigt, dieser Antrag. Natürlich stellen sich schwierige verfassungsrechtliche Fragen im Zuge der Pandemiebekämpfung. Ja, es ist richtig. Es gibt einschneidende Maßnahmen. Es gibt Eingriffe in Grundrechte. Und die Freiheiten der Menschen werden eingeschränkt. Das ist uns allen wohl bewusst. Und deswegen haben wir das hier im Deutschen Bundestag auch ausführlichst diskutiert. Nicht nur beim 28a Infektionsschutzgesetz, auch in dieser Woche mit Aktuellen Stunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Debatten wir im Deutschen Bundestag über die Fragen der Pandemiebekämpfung geführt haben. Es waren viele. Und ich will nur mal sagen, der 28a, anders als Sie das hier vorstellen, das ist gerade keine Erweiterung von Maßnahmen gewesen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben in 28a als Deutscher Bundestag den Ländern einen ganz konkreten Regelungsrahmen vorgegeben, was sie machen können und was sie auch nicht machen können. Das heißt, wir haben ein abgestuftes Regelungsregime geschaffen unter Wahren der strikten Verhältnismäßigkeit, weil wir natürlich genau sehen, dass es einschneidende Maßnahmen sind und dass wir die Grundrechte der Bürger schützen müssen. Wir haben aber gleichzeitig auch sichergestellt, dass die notwendige Flexibilität, um die Pandemie zu bekämpfen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, dass die gewahrt wird. Und dass das notwendig war, das zeigt ja auch gerade das Geschehen, was wir in diesen Tagen haben. Die Mutationen, die sind eben notwendig, dass wir flexibel darauf reagieren. Wir haben als Deutscher Bundestag der Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsrechts Rechnung getragen. Das Parlament, wir als Deutscher Bundestag, wir haben den Rahmen gesetzt, wir haben verbindlich abgesteckt, was möglich ist und was auch nicht. Und der Rechtsstaat, meine Damen und Herren, der funktioniert. Gerade in der Krise bewährt er sich. Und das zeigt jetzt gerade auch der Blick auf die Gerichte und die Entscheidung in den letzten Wochen und Monaten. Die Gerichte kontrollieren. Wir haben jetzt gerade in dieser Woche eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes gehabt, wo die FFP2-Maskenpflicht ausdrücklich bestätigt worden ist. Aber gleichzeitig hat das Gericht auch gesagt, der Bewegungsradius, der dort eingeschränkt werden sollte, der nicht in Ordnung gewesen ist. Und das zeigt doch gerade, dass die Gerichte differenziert damit umgehen, dass sie sich sehr genau anschauen, welchen Rahmen wir als Deutscher Bundestag gesteckt haben, was möglich ist, was auch nicht. Und wenn Sie, Herr Gauland, in diesem Zusammenhang von Corona-Diktatur sprechen, dann ist das nicht nur in der Sache falsch, sondern ich finde, es ist eine Verhöhnung von all denen, die wirklich in einer Diktatur leben müssen, meine Damen und Herren. Aber von all diesen verfassungsrechtlich hochkomplexen, schwierigen Fragen, da findet sich in der Begründung Ihres Antrags kein Wort. Kein Wort. Die Begründung ist dünn, außerordentlich dünn. Sie haben das so wie in Ihrer Rede erst mal seitenlang die Vorschriften wiedergegeben und zitiert. Sie haben abgeschrieben von Ihrem Sachverständigen in der Expertenanhörung. Ich habe mich eigentlich gefragt, welcher Jurastudent im ersten Semester diesen Antrag geschrieben hat. Aber wahrscheinlich war es einfach nur Herr Brandner selbst. Stattdessen finden sich dort krude Behauptungen, es finden sich dort krude Vorschläge, etwa das behauptet wird, die Grundrechte würden großflächig suspendiert werden. Das ist genau das Narrativ der Querdenker.
was Sie damit bedienen. Und ich kann Ihnen sagen, das Gegenteil ist der Fall. Natürlich gelten die Grundrechte, selbstverständlich gelten die Grundrechte. Aber es ist auch richtig, die Grundrechte werden eingeschränkt, weil es notwendig ist, um die Pandemie in den Griff zu kommen. Aber alle Maßnahmen, die wir gemacht haben, um die Grundrechte einzuschränken, unter Wahrung der strikten Verhältnismäßigkeit und all das, was Sie hier gesagt haben, dass es hier zeitlich unbeschränkt eingeschränkt wurde, dass es keine Definition der epidemischen Lage gibt, all das ist Unsinn, das wissen Sie auch selbst. Ich will am Schluss noch einen Vorschlag zu sprechen kommen, den die AfD uns hier im Antrag macht. Sie schlagen allen Ernstes vor, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie unmittelbar im Grundgesetz geregelt werden sollen. Sie schlagen uns allen Ernstes eine Verfassungsänderung vor, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Und Sie wissen sehr genau, dass man dafür eine Zweidrittelmehrheit hier im Deutschen Bundestag und auch im Bundesrat benötigt. Sie wissen, wie schwerfällig, wie zeitaufwendig ein solches Verfahren ist, dass man Wochen, Monate manchmal darüber diskutieren muss. Und dass in der Pandemie ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist notwendig, dass wir schnell, entschieden und flexibel handeln können. Und das zeigt nur, wes Geistes Kind Sie sind. Es zeigt, dass Sie diese Corona-Maßnahmen ablehnen, dass Sie sie torpedieren wollen. Deswegen sprechen Sie auch von einem Ermächtigungsgesetz. Sie sprechen von einer Gesundheitsdiktatur. Sie begeben sich damit in Widerspruch zu 84% der Menschen in unserem Land, die sagen, die Maßnahmen sind richtig, sie könnten sogar noch schärfer ausfallen. Ihr Antrag, Ihre Argumentation, Sie schrammen damit haarscharf an der Corona-Leugnung vorbei. Das ist Obstruktionspolitik, und das werden wir nicht mitmachen, meine Damen und Herren. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Wieland Schinnenburg, FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es bleibt dabei, Herr Brandner kann keine juristischen Texte verfassen. Das war im Oktober letzten Jahres schon so, und das ist auch immer noch so. Und das ist auch kein Wunder. Das ist auch kein Wunder, weil die AfD kann ja generell mit unserer Verfassung nichts anfangen. Die hält sich nicht an die Grundwerte unserer Verfassung, als da wären Toleranz und Menschlichkeit. Sie machen Kampagnen gegen Ausländer und Andersdenken. Das hat mit den Grundwerten der Verfassung nichts zu tun. Ein Teil Ihrer Fraktion greift sogar die Funktionsfähigkeit unseres Parlaments an, indem Sie bis vor kurzem noch ohne Masken herumliefen und die Abgeordneten und deren Mitarbeiter gefährdeten, dass sie Corona bekommen. Und ein Teil von Ihren Kollegen hat also Menschen in den Bundestag gelassen, um den Bundestag zu stören. So gehen Sie mit dem Parlament um, so gehen Sie mit der Verfassung um. Kein Wunder, dass Sie von der Verfassung keine Ahnung haben, meine Damen und Herren. Und ganz konsequent leidet Ihr Antrag unter ganz schwerwiegenden Mängeln. Lassen mich die wichtigsten aufzählen. Der erste Punkt, Sie berufen sich auf das Bestimmtheitsgebot. Da empfehle ich Ihnen mal die Lektüre der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Dieses Gericht kämpft intellektuell einige Gewichtsklassen oberhalb von Ihnen. Es verwendet nicht so einen starren Begriff von Bestimmtheitsgebot. Lesen Sie es mal nach im 123. Band der amtlichen Entscheidungssammlung. Da steht ganz ausdrücklich drin, dass es nur darauf ankommt, eine Bestimmbarkeit der Grenzen der Ermächtigung zu erkennen. Oder im 58. Band heißt es, Bestimmtheitsgebot ist von Fall zu Fall unterschiedlich auszulegen. Davon findet sich im Antrag nichts. Sie haben nicht die geringste Ahnung, wie ein Bestimmtheitsgebot zu bewerten ist. Fangen Sie damit erst mal an, bevor Sie solche Anträge schreiben, meine Damen und Herren. Zweitens, Sie berufen sich auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip und stellen nur darauf ab, dass hier so gegen Gesunde vorgegangen wird. Ja, das hat damit eigentlich nahezu gar nichts zu tun. Es wäre Ihre Aufgabe gewesen, ein milderes Mittel darzulegen, mit dem man den gleichen Zweck hätte erreichen können. Ja, das Verhältnismäßigkeitsprinzip wird gegen Ende des ersten Semesters des Jurastudiums unterrichtet. Ich gehe davon aus, dass Herr Brandner zu der Zeit gerade bei einer Demo gegen Ausländer war und deshalb nicht an der Universität anwesend sein konnte. Anders ist das wirklich nicht zu erklären. Der dritte Punkt. Sie stellen völlig absurde Vergleiche an. Sie vergleichen die Schließung von Restaurants mit der Verkündigung des Verteidigungsfalls. Abgesehen davon, dass es ziemlich makaber und völlig unpassend ist, ist es auch juristischer Unsinn, meine Damen und Herren. Auf der einen Seite geht es um Tausende, gar Millionen von Toten, auf der anderen Seite Schließung von Restaurants. Ich sage Ihnen was, Herr Brandner, Äpfel und Birnen haben mehr miteinander gemeinsam als Ihre Vergleiche, die Sie hier anstellen. Das ist einfach völlig daneben, was Sie da machen.
Vierter Punkt. Sie stellen auf die mangelnde Befristung ab. Da gibt es den alten juristischen Grundsatz, der Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Sie hätten es erst mal lesen sollen. In § 5 Absatz 4 Infektionsschutzgesetz steht die Befristung drin. Haben Sie nicht gelesen? Machen Sie das erst mal, bevor Sie solche Anträge schreiben, meine Damen und Herren. Fünfter Punkt. Sie schaffen nicht mal den Antrag vernünftig zu schreiben. Sie wollen, dass der Bundestag irgendetwas begrüßt. Das nützt Ihnen gar nichts. Was Sie brauchen, ist ein fundierter, brauchbarer Antrag und 178 Unterschriften von Bundesabgeordneten. Ich sage Ihnen, Sie werden beides nicht bekommen. Weder schaffen Sie einen vernünftigen Antrag, noch bekommen Sie 178 Unterschriften. Das ist das wahre Problem von Ihnen. Nun ist es aber nicht so, dass wir als FDP nicht auch irgendwas begrüßen würden. Ich kann Ihnen sagen, was wir begrüßen würden. Wir würden es begrüßen, dass Sie, Herr Brandt, und die ganze Partei dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören. Das würden wir begrüßen, denn solche Leute wie Sie haben wir nichts zu suchen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Edgar Franke, SPD. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Corona-Pandemie ist eine echte Belastungsprobe für uns alle, für unsere gesamte Gesellschaft. Und sie ist, wenn man Herrn Brandner gehört hat, auch eine Herausforderung für unser Parlament, für unsere Demokratie. Der Antrag der AfD wirkt nur auf den ersten Blick so, als ging es darum, Demokratie und Rechtsstaat zu schützen. Aber Herr Brandner, Ihnen geht es nicht um Demokratie und Rechtsstaat. Und wenn Sie sich auf Grundrechte berufen, da kann ich nur lachen, muss ich ganz ehrlich sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit dem Schaufensterantrag wollten Sie viel mehr vermeintliches Politik- und Regierungsversagen dokumentieren. Und Herr Luschak hat schon zu Recht gesagt, für eine abstrakte Normenkontrollprüfung brauchen Sie 25% der Abgeordneten. Und ich glaube nicht, dass in diesem Parlament 25% der Abgeordneten Ihren Antrag unterstützen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie wissen genau, dass Sie die Stimme nicht bekommen. Und die AfD, statt anzupacken, statt konstruktive Vorschläge zu machen, geht es Ihnen nur um Streit, geht es Ihnen um den kleinen politischen Vorteil. Und das auf dem Höhepunkt einer Pandemie, wo wir alle Kräfte brauchen, wo wir sozialen Zusammenhalt brauchen. Und das ist diese, sozusagen auch diese Rede und dieser Antrag armselig, egoistisch und parteipolitisch motiviert oder fraktionspolitisch und nicht an der Sache, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die AfD behauptet, dass das dritte Bevölkerungsschutzgesetz die Demokratie und den Rechtsstaat bedroht. Das Gegenteil ist richtig. Es schützt unsere Demokratie. Werfen Sie einen Blick ins Gesetz. Dort werden gerade die Grundrechte differenzierter Bürger besonders beachtet. Und es gibt vor allen Dingen unseren Parlamenten, den Bund und Land, starke Instrumente in die Hand, um die Exekutive, die Verwaltung sogar zu kontrollieren. Und das ist auch notwendig, das sage ich ganz deutlich. Denn seit einem Dreivierteljahr sind die Freiheitsrechte der Menschen so stark eingeschränkt wie noch nie in unserer Nachkriegsgeschichte. Aber es gibt einen Grund dafür. Wir haben nämlich eine Corona-Pandemie, und da sind diese Einschränkungen auch gerechtfertigt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb haben wir, gerade auch wir als SPD, für klare Regelungen im dritten Bevölkerungsschutzgesetz gesorgt. Ganz konkret: Erstens, es gibt keine Blankovollmachten mehr für einen Gesundheitsminister, und es gibt auch keine Blankovollmacht für die Regierung mehr. Zweitens, es gibt einen ganz klaren Rechtsrahmen für die Regierung im Bund und Land. Und der Herr Luschak hat schon zu Recht gesagt, es gibt ein abgestimmtes Regelungsverfahren im § 28a Infektionsschutzgesetz. Und da stehen auch beispielhaft 17 Maßnahmen, die die Regierung auch vollziehen können, im konkreten Fall. Und drittens, wir als Bundestag können jederzeit bestimmen, dass die Maßnahmen wieder aufgehoben werden können. Also am Parlament, an diesem Bundestag geht kein Weg dabei. Und alle wichtigen Entscheidungen werden nach wie vor im Bundestag getroffen. Und das ist auch richtig so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also im dritten Bevölkerungsschutzgesetz, wenn man wirklich mal ins Gesetz schaut, und Herr Grosse-Brömer wird mir sicherlich zustimmen, sind nachvollziehbare Regelungen für den Kampf
gegen die Corona geschaffen worden, nachvollziehbar, ausdifferenzierte Regelungen. Und wir wollen und wir müssen auch und werden auch mit und haben auch mit dem Gesetz, mit den Pandemiemaßnahmen Vertrauen geschafft. Und wenn Sie alleine schauen, gucken Sie sich die Umfragen an, schauen Sie sich, was die Bürgerinnen und Bürger, die ein sensibles Gefühl dafür haben. Sie haben Vertrauen in die Maßnahmen und ein Großteil der Bürger sagt sogar, man müsste noch härtere Maßnahmen machen, um die Pandemie zu bekämpfen. Das heißt, der Vertrauen in die Demokratie, der Vertrauen in unserem Rechtsstaat ist da. Und natürlich sind die Grundrechte unsere wichtigsten Rechte. Und es ist auch die Grundrechte, sind auch die Rechte, die wir als Abgeordnete schützen gegenüber staatlichen Handeln, weil es gerade Abwehrrechte sind. Aber gerade auch die gesetzliche Systematik, ja, ist dort enthalten, dass wir Einschränkungen nur verhältnismäßig machen müssen. Das heißt, alle Eingriffe in elementare Rechte der Bürger müssen immer geeignet, erforderlich und angemessen sein. Und das ist bei diesem Gesetz, bei dem dritten Bevölkerungsschutzgesetz auch der Fall, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das darf man auch nicht vergessen, das möchte ich auch noch mal sagen, wir haben auch berücksichtigt, dass soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen des Gesetzes für den Einzelnen und für die Allgemeinheit bedacht werden, weil nämlich unsere Grundrechte unsere freie Gesellschaft schützen. Und deswegen ist das dritte Bevölkerungsschutzgesetz ein gutes Gesetz, meine Damen und Herren. Wir stärken da nicht nur unsere Demokratie, sondern wir haben auch das Vertrauen in die Demokratie gestärkt. Das belegen, schauen Sie gestern Tagesschau, war wieder eine Umfrage, schauen Sie doch, was die Bürger denken und was die Bürger von der Haltung haben. Ein Großteil der Menschen sagt, diese Maßnahmen waren richtig, die waren notwendig und die waren sachlich begründet. Und auch beim Thema Impfungen müssen wir als Politik Vertrauen stärken. Im internationalen Vergleich ist Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren, aktuell sicher nicht an der Spitze. Wir müssen jetzt aufholen. Alle müssen zusammenwirken. Und auch der Bundesgesundheitsminister hat hier eine besondere Verantwortung. Wir müssen vor allen Dingen alle praktischen und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Bevölkerung schnell zu impfen. Hier sind die Bundesländer gefragt, ordentliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Hier hakt es noch im einen oder anderen, aber da werden wir auch sicherlich nachsteuern. Schließlich wollen wir alle bald wieder in Biergärten und Kaffee sitzen, und zwar in diesem Sommer und nicht im nächsten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Menschen brauchen jetzt Hoffnung, das möchte ich noch abschließend sagen, und keine Experten, die Angst schüren. Denn Angst ist ein schlechter Ratgeber, das möchte ich hier ausdrücklich auch sagen. Ja, auch die nächsten Monate werden viel von uns abverlangen. Corona ist noch nicht besiegt. Es gibt neue Herausforderungen durch die Mutationen. Die müssen wir, nicht nur wir Gesundheitspolitiker, die müssen wir insgesamt ernst nehmen. Aber es gibt im wahrsten Sinne des Wortes Licht am Ende des Tunnels. Durch die Impfungen, durch die wärmeren Temperaturen wird es bald deutlich aufwärts gehen. Deshalb bin ich sicher, dass wir im Sommer schrittweise zur Normalität zurückkehren können. Wir als Gesellschaft müssen jetzt weiter noch ein paar Wochen durchhalten und vor allen Dingen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zusammenhalten. Denn Solidarität ist das wirksamste Mittel gegen die Pandemie. Ich danke Ihnen. Nächster Redner ist der Kollege Niemeyer, Mobassat, Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die AfD ist bald leider schon 4 Jahre in diesem Hause. Fast 4 Jahre ertragen wir ihre krunen Anträge und ihre Hetzreden mit immerzu der gleichen Platte gegen Geflüchtete, gegen Merkel. Und jetzt gegen die Wissenschaft. Ihr Geschäftsmodell ist der Hass und die plumpe Vereinfachung bis hin zu Fake News. Ich frage mich, ob Sie manchmal in den Spiegel schauen und sich selbst lächerlich vorkommen angesichts Ihres billigen Geschäftsmodells.
Ihr neuestes Geschäftsmodell ist die Corona-Verharmlosung. Im Zusammenschluss mit Corona-Leugnern von Leerdenken erweisen Sie damit seriöser Kritik an der Pandemiepolitik der Regierung einen Bärendienst. Denn Sie lenken von den wirklich skandalösen Themen ab. Etwa, dass Pharmafirmen durch die öffentliche Grundlagenforschung, durch öffentliche Fördergelder, durch öffentliche Infrastruktur an einen Impfstoff gekommen sind, de facto jetzt aber Staaten erpressen, weil sie sich in der stärkeren Machtposition befinden, um größtmöglichen Profit einzufahren. Statt also Produktionskapazitäten durch umfassenden Technologietransfer zu erweitern und so viele Leben wie möglich zu retten, schaut die Regierung tatenlos zu. Oder das Thema Homeoffice. Statt die Wirtschaft richtig in die Pflicht zu nehmen, die Beschäftigten ins Homeoffice gehen zu lassen, wo immer das möglich ist, nur eine windelweiche Regelung. Die Menschen sollen ihr Privatleben komplett einschränken, aber in vollen Bahnen zur Arbeit fahren. Das ist erkennbar absurd. Und diese Art der Pandemiebekämpfung widerspricht auch dem gesunden Menschenverstand und einem Großteil der Wissenschaft. Es gibt also viele Punkte, die man seriös an dieser Pandemiebekämpfung durch die Regierung kritisieren muss. Doch womit beschäftigen sich die Nulpen von der AfD und Leerdenken, ob Bill Gates das Coronavirus gezüchtet hat und uns allen Chips einpflanzen will? Das sind die Themen, die Sie interessieren. Sie sind wie diese peinlichen Partygäste, die, weil sie ständig viel zu besoffen sind, in alle Unterhaltungen aller anderen Gäste reinplatzen und alle noch funktionierenden Konversationen zerstören. Sie sind das Gift für die Demokratie, welches sachliche Debatte verhindert. Was will die AfD heute? Sie beantragen, dass der Bundestag einen abstrakten Normkontrollantrag gegen das dritte Bevölkerungsschutzgesetz begrüßen soll. Eine abstrakte Normkontrolle wird durch ein Viertel der Bundestagsabgeordneten beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Das wird hier nicht im Bundestag beschlossen und auch nicht im Bundestag begrüßt. Wenn Sie eine abstrakte Normkontrolle in Karlsruhe einreichen wollen, dann suchen Sie sich die nötigen Stimmen, aber behelligen Sie dieses Haus nicht mit so einem Showantrag. Interessant ist, wie Sie seit Beginn der Pandemie eine vollständige Kehrtwende vorgenommen haben. Ich zitiere mal einen Tweet Ihrer Fraktionschefin Alice Weidel vom 26. Februar 2020. Das, was ich jetzt vorlese, hat Alice Weidel geschrieben. Unverantwortliche Verharmlosung durch Gesundheitsminister Jens Spahn. Virologen bestätigen, die Sterblichkeitsrate beim Coronavirus ist 10-mal höher als bei der normalen Grippe. Die Regierung unternimmt nichts, um die Risiken für die Bevölkerung zu minimieren. Nochmal, dieser Tweet ist nicht von Professor Drosten, er ist von Ihrer eigenen Fraktionschefin, der anscheinend Ihr eigener Antrag so peinlich ist, dass sie sich heute nicht mal hier hinsetzen möchte. Und heute? Heute verharmlosen Sie das Coronavirus, Sie weigern sich, Masken zu tragen, Sie nehmen an Corona-Leugner-Demos teil, die diesen Bundestag stürmen wollen. Wer sich die völlige Beliebigkeit der AfD vor Augen führen will, der kann sich übrigens auch die Rede von Frau Weidel aus dem März 2020 hier im Bundestag anschauen. Da hat sie nämlich dasselbe wie in ihrem Tweet gesagt. Halten wir fest, Sie fanden damals, dass die Regierung zu wenig tut. Sie sagten richtigerweise, dass das Coronavirus gefährlicher als die klassische Grippe ist. Und interessant an Ihrer damaligen Rede von Frau Weidel ist auch, dass sie China als Vorbild in der Pandemiebekämpfung nannte. China, das einen sehr harten Lockdown durchgeführt hat. Die AfD hat tatsächlich mal im Ansatz was Richtiges in diesem Haus gesagt, als ob das blinde Huhn mal ein Korn gefunden hat. Und dann hat das blinde Huhn das Korn verloren und angefangen, wild um sich zu schlagen. Jetzt sind Sie die Speerspitze der Corona-Verharmloser. Jetzt sagt die AfD, Corona sei nicht so schlimm, weg mit den Maßnahmen. Bei Ihnen gilt Hauptsache dagegen, egal wogegen. Und wenn Sie im Übrigen in Ihrem Antrag sagen, dass ein epidemischer Fall nationaler Tragweite bei jeder schlimmeren Influenza-Saison ausgerufen werden könnte, dann ist das in der Tat so. Wenn wir eine Influenza-Saison hätten hier in Deutschland, bei der täglich an die 1000 Menschen sterben und die Intensivstationen voll werden, ja, dann müssten natürlich Maßnahmen getroffen werden. Das ist doch völlig logisch. Meine Damen und Herren, das Coronavirus hat weltweit mittlerweile über 100 Millionen Menschen infiziert. Über 2 Millionen Menschen sind weltweit verstorben. Die sicherlich viel höhere Dunkelziffer ist unbekannt. Mittlerweile sind allein hier in Deutschland über 50.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Die Krematorien kommen zum Beispiel in Sachsen kaum noch hinterher, alle Leichen zu verbrennen. Denn dort sterben mittlerweile 70% mehr Menschen als zu normalen Zeiten.
Und am 3. Januar gab es auf Deutschlands Intensivstation so viele Corona-Patienten wie noch nie. Gernot Marx, Chef der Intensivmediziner, sprach davon, dass dies der schwierigste Moment war, seit es intensivmedizinische Behandlungen in Deutschland gibt. Und jetzt kommen noch die gefährlichen Virusmutationen. Ja, glauben Sie denn bei der AfD, dass man staatliche Maßnahmen aus Spaß trifft gegen all das? Ihnen ist offenbar völlig egal, dass Menschen sterben an diesem Virus. Sie machen aus der Corona-Pandemie ein widerliches politisches Geschäft. Ihnen geht es um Wählerstimmen von irgendwelchen Lehrdenkern. Ihr Antrag ist natürlich abzulehnen, denn was Sie betreiben, ist zutiefst verachtenswert. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Manuela Rottmann, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen bei der Bekämpfung der Pandemie als Gesellschaft, also alle zusammen, vor dem nächsten steilen Hang. Und über den müssen wir drüber. Und ich glaube, das ist hier und draußen den allermeisten bewusst. Wir alle haben gehofft, dass die Zahlen schneller sinken. Und der Druck, der daraus entsteht, dass sie das nicht tun, der ist enorm auf die Menschen in unserem Land. Und deswegen, und da wende ich mich jetzt mal an alle anderen und nicht an die AfD, bitte ich darum, dass wir uns zusammenreißen hier. Ja, die Landtagswahlen kommen, ja, die Bundestagswahl zieht herauf. Bei der Bekämpfung der Pandemie ist viel Luft nach oben, da läuft vieles nicht optimal. Wir debattieren das in vielen anderen Diskussionen. Aber damit wir es abstellen und nicht damit wir Profit daraus schlagen. Für die Bekämpfung einer Pandemie ist es weder nötig noch nützlich, sich im Ton zu vergreifen oder der politischen Konkurrenz so etwas wie vorsätzliches Versagen zu unterstellen. Das stereotype Geklapper der parteipolitischen Auseinandersetzung hing schon vor Corona vielen Menschen zum Hals heraus. Wenn die Politik aber so weitermacht wie bisher, während sich das Leben aller anderen Menschen drastisch verändert, dann zeigt das nur eines: Ignoranz. Ich bitte auch darum, dass wir es uns alle sparen, der Bevölkerung ständig Vorwürfe zu machen. Manchen gefragten TV-Experten unter uns möchte ich in Erinnerung rufen, dass eine Gesellschaft kein Labor ist, die Welt kein Uni-Hörsaal und dass Menschen sich nicht über Monate wie in Modellrechnungen verhalten können. Die Bevölkerung hat einen Anspruch auf eine ehrliche, verständliche und auf eine respektvolle Ansprache. So viele mobilisieren gerade alle Kräfte und wachsen über sich hinaus. Wir können überhaupt nicht dankbar genug dafür sein, dass sich die Menschen trotz aller Lasten so vernünftig verhalten. Hier im Parlament müssen wir jetzt schon Anlauf für den nächsten steilen Hang nehmen. Denn am 31. März läuft die epidemische Lage von nationaler Tragweite aus, ebenso alle Verordnungsermächtigungen für den Bundesgesundheitsminister, die daran anknüpfen. Wir brauchen die Klärung hier im Parlament, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen soll, unter welchen Bedingungen welche Maßnahmen beibehalten werden müssen. Und ich wünsche mir, dass wir das trotz aller Wahlkämpfe überall im Land mit Anstand hinter uns bringen. Wir Grüne haben dafür gekämpft, dass diese Sonderregelungen befristet werden, dass der Bundestag und nicht die Bundesregierung die epidemische Lage feststellt, aufhebt oder erforderlichenfalls verlängert. Und das war auch notwendig. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die Koalition nur noch im äußersten Notfall die Kraft aufbringt, die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungsermächtigungen den verfassungsrechtlichen Erfordernissen anzupassen oder sie überhaupt zu schaffen. Einigen Verordnungen des Bundesgesundheitsministers, etwa der zur Impfreihenfolge, fehlt eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage. Auch dagegen, die Verordnungen der Bundesländer auf eine klarere Grundlage zu stellen, haben sie sich lange gewehrt. Der dann Ende 2020 überstürzt geschaffene § 28a Infektionsschutzgesetz ist zwar besser als nichts, aber er wird uns nicht über die nächsten Monate tragen. Mit den Mutationen beeinflussen neue Faktoren die Ansteckungsdynamik. Die hatte, und da muss man doch einmal ehrlich sein, in der Debatte vor Weihnachten von uns keiner auf dem Zettel. Mit der Aussicht auf Impfungen und mit anderen Schutzmaßnahmen wie Schnelltests
erweitert sich aber auch unser Instrumentenkasten. Er wird größer, die Hoffnung wird größer. Auch wenn es mühsam ist, auch wenn wir wahrscheinlich wieder auf Entwicklungen werden reagieren müssen, von denen wir heute noch nichts wissen. Lassen Sie uns einen Weg, eine Perspektive beschreiben, die den Menschen mehr Sicherheit gibt. Wir werden darüber streiten, aber wir brauchen Ziele, auf die wir zusammen mit der Bevölkerung hinarbeiten und an denen wir die Wirksamkeit und die Erforderlichkeit der Maßnahmen messen. Die wesentlichen Entscheidungen über Eingriffe und deren Voraussetzungen müssen hier im Deutschen Bundestag getroffen werden und nirgendwo sonst. Es gäbe also auch für die AfD-Fraktion jede Menge zu tun, aber da Sie sich ja immer noch nicht sicher sind, ob Covid-19 überhaupt ein ernstzunehmendes Problem darstellt, naja, was soll ich dazu sagen, wenn noch nicht einmal eine lebensbedrohliche Erkrankung am eigenen Leib zur Nachdenklichkeit führt, dann werde ich das mit Argumenten, Herr Brandner, ganz sicher nicht erreichen. Bei Ihnen, da bin ich Realistin. Die AfD-Fraktion hat ja den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten schon länger von Berlin nach Karlsruhe verlegt. Das mögen Sie gerne so halten. Dann sollte aber wenigstens Ihre sogenannte verfassungsrechtliche Würdigung erstens die aktuelle Rechtslage zutreffend wiedergeben, zweitens widerspruchsfrei argumentieren, drittens nicht neue Rechtsgrundsätze frei erfinden, die auf eine Außerkraftsetzung der Grundrechte durch eine Verfassungsänderung hinauslaufen. An diesem wirren Elaborat gibt es nichts zu begrüßen, daher lehnen wir diesen Antrag ab. Herr Brandner, ich war Assistentin an der Uni, ich habe tausende Klausuren korrigiert. Und bei Elaboraten wie Ihrem hätte ich den Studierenden ins Büro bestellt und über seine berufliche Zukunft mit ihm geredet. Das Angebot mache ich Ihnen gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort geht an Ansgar Heveling von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ultra posse nemo obligator oder einfach übersetzt, Unmögliches kann nicht verlangt werden. Diesen klassischen Rechts- und allgemeinen Grundsatz lernen Studenten, Herr Brandner, ich gehe davon aus, auch an der Uni Regensburg, im juristischen Studium bereits im ersten Semester beim Schuldrecht. Er gilt aber auch allgemein im Strafrecht und im Verwaltungsrecht, und er macht auch Sinn für den Deutschen Bundestag. Ultra posse nemo obligatur, genau darauf zielt der hier beratende Antrag der AfD-Fraktion ab. Nach diesem Antrag soll der Deutsche Bundestag, es ist schon mehrfach gesagt worden, begrüßen. Ich zitiere, wenn sich Abgeordnete des Deutschen Bundestages in ausreichender Zahl zusammenfinden, um beim Bundesverfassungsgericht die Feststellung zu beantragen, dass die Bestimmungen der § 5 Absatz 1 28a IFSG mit dem Grundgesetz unvereinbar und daher nichtig sind. Ein reiner Begrüßungsantrag. Wir sind hier aber der Deutsche Bundestag und kein Begrüßungskomitee. Grundsätzlich ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass der Deutsche Bundestag etwas begrüßt. Aber genauso, wie man sich im persönlichen Umgang üblicherweise nicht selbst begrüßt, kann der Deutsche Bundestag nur das Handeln anderer Verfassungsorgane oder anderer Dritter, aber doch nicht sein eigenes Handeln oder das seiner Mitglieder begrüßen. Ultra posse nemo obligatur. Die Mehrheit des Deutschen Bundestages könnte Ihrem Begrüßungsantrag aber auch schon logisch nicht zustimmen. Er kann doch nicht etwas begrüßen, was er selbst gar nicht könnte. Nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes ist der Deutsche Bundestag gar nicht befugt, einen abstrakten Normenkontrollantrag beim Bundesverfassungsgericht zu stellen. Antragsbefugt nach Artikel 93 Absatz 1 ist nur ein Viertel der Mitglieder des Bundestages. Das sind derzeit mindestens 178 Abgeordnete. Soll sich die Normenkontrollklage aber, wie von der AfD angestrebt,
gegen ein Bundesgesetz richten, würde es einem abstrakten Normenkontrollantrag ja schon am Rechtsschutzbedürfnis fehlen. Die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts wäre rechtsmissbräuchlich. Wenn die Mehrheit des Deutschen Bundestages der Ansicht wäre, ein Bundesgesetz wäre verfassungswidrig, dann begrüßt sie weder einen Antrag, noch schließt sie sich zu einem solchen Antrag zusammen. Sie würde vielmehr einen viel einfacheren und direkten Weg wählen. Sie hebt schlicht das als verfassungswidrig angesehene Gesetz auf. Das ist in der Vergangenheit im Übrigen auch schon vorgekommen. Dafür bedarf es keines Umweges über das Bundesverfassungsgericht. Aber warum befasse ich mich so ausführlich mit diesen banalen Feststellungen? Weil wir aber einen fast identischen Antrag bereits am 30. Oktober 2020 an dieser Stelle debattiert haben. Ihr Antrag wurde von allen anderen Fraktionen vor nicht einmal 3 Monaten abgelehnt, mit einer Mehrheit von 552 Stimmen bei 74 Gegenstimmen, einer Enthaltung und 627 insgesamt abgegebenen Stimmen. Das ist eine übergroße Mehrheit, und daran wird sich auch heute nichts ändern. Der Sache nach geht es Ihnen ja aber auch gar nicht darum, dass sich Ihnen eine Mehrheit anschließt. Ihr Antrag ist doch nur ein offensichtliches Vehikel. Worum es Ihnen wirklich geht, haben Sie, Herr Kollege Brandner, wieder einmal gerade eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sie brauchen Filmmaterial, um Ihre absurden Ideen über Ihre Social-Media-Kanäle verbreiten zu können. Und dazu muten Sie uns eine Debatte von einer Stunde Länge zu. Wir werden den Antrag ablehnen. Vielen Dank. Und das Wort geht gleich an Dr. Jürgen Martins von der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Heveling, Sie haben sich eben gewundert, dass die AfD den Bundestag auffordert, sich selbst zu begrüßen. In der Tat, man fragt sich, wie kommt es zu einer so selbstreferenziellen Fehlhaltung? Das erklärt sich aus dem Dasein der AfD allerdings. Wer sollte der AfD denn zustimmen und Zuspruch geben, wenn sie nicht selbst? Wir ringen hier in Debatten in der Tat um den besten Weg aus der Pandemie zu weisen. Es gibt unterschiedliche Ansichten, es gibt unterschiedliche Anträge. Die FDP hat bei der letzten Änderung des Infektionsschutzgesetzes einen umfangreichen Änderungsantrag vorgestellt, mit dem wir den auch von uns gehegten Bedenken an der Unbestimmtheit der vorgelegten Regelungen Rechnung tragen wollten und deutlich präzisere Regelungen vorgeschlagen haben. Die haben keine Mehrheit gefunden in diesem Haus, was wir ausdrücklich bedauern, meine Damen und Herren. Aber die AfD hat an dieser Diskussion überhaupt nicht teilgenommen. Sie will auch daran gar nicht teilnehmen. Umso mehr erstaunt es jetzt hier, mit welchem wirklich schlecht gemachten Antrag Sie auftreten und behaupten, Sie treten ein für Gewaltenteilung, Grundrechte und Demokratie. Erstens zur Gewaltenteilung. Der Bundestag soll jetzt feststellen, es bestehen erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit dieses Gesetzes mit dem Grundgesetz. Wissen Sie, wer in diesem Land feststellt, ob ein Gesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist oder nicht? Das stellt nicht der Bundestag fest. Das ist Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts und es ist sein Vorrecht. Und da hat nicht der Bundestag etwas festzustellen. Das verkennen Sie bereits im Ansatz. Das ist das populistische Muster, das in anderen osteuropäischen Ländern gefahren wird, in dem wir sagen, der Wille des Volkes und der Beschluss des Parlaments steht über der Verfassung, steht über dem Gericht. Nicht mit uns. Sie wollen hier tatsächlich einen Normenkontrollantrag aufrufen, dass man sich dem anschließt. Dabei müssten Sie es besser wissen, dass das nicht geht. Das Bundesverfassungsgericht hat es explizit bereits festgestellt. Einer Plenarentscheidung bedarf es, anders als für einen Untersuchungsausschuss, für die Einleitung eines abstrakten Normenkontrollverfahrens nicht. Zitat Ende. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts nicht von 1974, sondern vom 3.11.2020, keine 3 Monate alt. Und dieser Beschluss
ist auch noch in einem Verfahren ergangen, in dem es um den Beitritt von AfD-Abgeordneten zu einem Norm- und Kontrollverfahren betreffend das Parteienfinanzierungsgesetz geht. Das Bundesverfassungsgericht hat Ihnen direkt das aufgeschrieben. Aber entweder wollten Sie es nicht lesen, Sie können es nicht, oder Herr Gauland war mal wieder nicht am Briefkasten. Und um es klarzumachen, die Demokratie, ja, das hat er jetzt nicht mitgekriegt, die Demokratie fördern Sie damit bestimmt nicht, meine Damen und Herren. Und deswegen wird es Sie auch nicht wundern, wenn wir diesem Antrag, mit dem Sie versuchen, das Parlament irgendwo zum Kasperletheater zu machen, mit Sicherheit nicht zustimmen werden. Vielen Dank. Und das Wort geht an Dr. Volker Ulrich von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die abstrakte Normenkontrolle ist ein Rechtsschutzinstrument und verfassungsrechtlich ein objektives Verfahren, um Normen an der gesamten Verfassungsordnung zu messen. Antragsberechtigt sind nur wenige Verfassungsorgane und Teile von Verfassungsorganen. Der Zweck hinter einer abstrakten Normenkontrolle ist der Schutz unserer Verfassungsordnung und der Schutz der Grundrechte. Und das setzt politisch voraus, dass dieser Verfassungsordnung und den Grundrechten auch Respekt und Würde entgegengebracht wird. Und das lässt die AfD in ihrem politischen Handeln der letzten Wochen und Monate gerade bei dem Thema sehr vermissen. Deswegen handeln Sie schlichtweg gegen Ihr eigenes Auftreten. Das ist nicht überraschend, es ist erbärmlich. Sie hätten heute diese Sitzung dazu nutzen müssen, um sich zu entschuldigen. Um sich zu entschuldigen, dass Sie Gäste in den Deutschen Bundestag eingeschleust haben, die Abgeordneten und Kollegen bedrängt haben. Sie hätten sich entschuldigen müssen dafür, dass Mitglieder Ihrer Bundestagsfraktion auf Demonstrationen waren, wo Herr Drosten und Jens Spahn und Angela Merkel in Sträflingsanzügen dargestellt worden sind. Sie hätten sich heute entschuldigen müssen dafür, dass Sie eine schwere Krankheit, die die Gesundheit und das Leben vieler Menschen in unserem Land bedroht, verharmlost haben und damit Ihrem Auftrag, Ihrem verfassungsgemäßen Auftrag, Menschen zu schützen, nicht nachgekommen sind. Sie hätten sich entschuldigen müssen. Aber es geht Ihnen nicht darum, Respekt anderen Menschen gegenüber zu haben oder Sorge auszudrücken oder Empathie für Menschen, die unter dieser Krankheit leiden. Es geht Ihnen darum, die Gesellschaft weiter zu spalten. Und es geht Ihnen darum, die Gesellschaft auch dann so zu spalten, indem Sie hier vorsätzlich als ehemaliger Vorsitzender des Rechtsausschusses falsche Tatsachen behaupten über unsere Rechtsordnung. Und das ist genauso sträflich, wie wenn Sie in Bezug auf Corona falsche Dinge behaupten. Aber das Ziel ist das gleiche und das soll entlarvt werden. Sie wollen Vertrauen in unseren Verfassungsstaat erschüttern, weil Sie diesen Staat ablehnen, weil Sie die Werte dieses Staates ablehnen. Und das wird mit diesem Antrag wieder deutlich. Das Rechtsschutzsystem, und ich erkläre es Ihnen jetzt noch einmal, das Rechtsschutzsystem gegen Corona-Verordnungen ist umfangreicher, als Sie hier dargestellt haben und als Sie den Menschen glauben machen wollen. Zunächst einmal muss der Deutsche Bundestag eine epidemische Notlage von nationaler Tragweite feststellen. Dann müssen die Länder jeweils abgestimmt auf die Pandemielage entsprechende Verordnungen erlassen. Diese Verordnungen sind zu begründen. Diese Verordnungen müssen geeignet und verhältnismäßig sein. Und weil es sich um Rechtsverordnungen handelt, kann jeder
Richter Normen dieser Verordnung für unzulässig erklären. Gegen jeden Bußgeldbescheid, den Sie bekommen, können Sie vorgehen. Manche Verordnungen sind gehalten worden, manche Verordnungen sind verworfen worden. Das zeigt, dass auch in dieser Pandemie unter schwierigen rechtsstaatlichen Bedingungen dieser Rechtsstaat hält. Rechtsschutz ist gewährleistet, Grundrechte werden gewahrt, Verhältnismäßigkeit ist gegeben. Wer etwas anderes behauptet, der lügt und der will diese Gesellschaft spalten in einer Situation, wo Zusammenhalt notwendig ist. Vor diesem Hintergrund muss eins deutlich gemacht werden. Wir haben uns zuerst auch geärgert, warum Sie 60 Minuten Parlamentszeit für diesen Antrag aufbringen wollen. Aber es war vielleicht auch ganz gut, dass wir 60 Minuten diskutieren, sodass die Menschen in diesem Land ganz genau sehen, wir kümmern uns um die Probleme, wir kümmern uns um Gesundheitsschutz, wir kümmern uns um das Leben, um die Rechtsstaatlichkeit, um Verhältnismäßigkeit, um Grundrechte. Sie kümmern sich um Social-Media-Videos, um die Spaltung der Gesellschaft, und das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Vielen Dank. Und das Wort geht an Heike Behrens von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was für dummes Zeug haben wir uns eigentlich in dieser Woche von den Rednern der AfD wieder anhören müssen. Sie ignorieren den Stand des Wissens und der Wissenschaft, versuchen Experten lächerlich zu machen und nennen das immer wieder gesunden Menschenverstand. Dabei zeigen Ihre Redebeiträge hier im Bundestag, dass Sie nicht wirklich von Verstand geleitet sind, wenn es um das Thema Schutz der Gesundheit geht. Und jetzt auch noch diese Neuauflage eines bereits missglückten Antrags, der nicht nur in der Sache, sondern auch handwerklich vollkommen ungeeignet ist. Nur um Aufmerksamkeit zu erheischen, verschwenden Sie schlicht und ergreifend unser aller Zeit und schlimmer noch. Sie nutzen diese Rechtsverdrehung wieder einmal dazu, das SARS-CoV-2-Virus zu bagatellisieren. Auch nach einem Jahr haben Sie immer noch nicht verstanden, dass es bei der Pandemiebekämpfung darum geht, menschliches Leid zu vermeiden und die Gesundheitsversorgung vor dem Kollaps zu bewahren. Wir stemmen uns als gesamte Gesellschaft in einem gemeinsamen solidarischen Kraftakt gegen das Virus, damit es sich nicht weiter verbreitet, damit Menschen gesund bleiben, damit die, die nicht gesund sind oder erkranken, gut versorgt und wo immer es geht, ihr Leben gerettet werden kann. Das ist Aufgabe von Gesundheitspolitik. Während Sie uns hier mit Schaufensteranträgen beschäftigen, kämpfen Pflegepersonal und Ärzteschaft in unseren Kliniken und Pflegeheimen am Rande der Erschöpfung um das Leben ihrer Patientinnen und Patienten. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie endlich wieder durchatmen können. Sie schwadronieren von, und jetzt zitiere ich, gesunden Menschen, die im Sinne der Weiterverbreitung des Virus keine unmittelbare Gefahr darstellen. Zitat Ende. Dieser Satz allein ist so grundlegend falsch, dass man sich fragen muss, wo Sie die letzten Monate verbracht haben. Das Virus verbreitet sich gerade dadurch, dass gesunde, aber bereits infizierte Menschen es unwissend mit sich tragen. Jede Begegnung, jeder Kontakt bietet ihm dann die Möglichkeit, sich weiter auszubreiten. Darum geht es in der Pandemiebekämpfung grundlegend um Vorsorge und Prävention, damit das Virus eben nicht weiter wüten kann. Mit den sorgsam getroffenen Maßnahmen wollen wir ja gerade dafür sorgen, dass die Gesunden gesund bleiben. Mich empört, wie kalt und oberflächlich Sie hier zu diesen Themen sprechen, die mit großem menschlichen Leid verbunden sind. Und mich berührt das Schicksal von Menschen, die hart von dieser Infektion getroffen werden. Und ich denke oft an den jungen Vater, dessen Frau
wenige Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes infiziert wurde und an diesem Virus gestorben ist. Wie mag es ihm mit seinem Kind jetzt gehen, das sein Leben lang seine Mutter wird vermissen? Oder ich denke auch an die kleinen Kinder, die inzwischen auf Intensivstationen sind und beatmet werden müssen. Wir haben allen Grund, alles in unserer Kraft Stehende zu tun, der Virusverbreitung entgegenzutreten. Alle ernstzunehmenden Experten sagen uns, wir müssen das Virus kontrollieren. Wenn wir es nicht einhegen, dann wird es mit steigenden Infektionszahlen auch mehr und mehr junge und gesunde Opfer finden, mit schweren Verläufen, mit Spätfolgen und nur allzu oft mit tödlichem Verlauf. Und darum reicht es nicht, sich darauf zu beschränken, die Älteren und die besonders Verletzlichen zu schützen. Wir müssen die Infektionsausbreitung umfassend stoppen. Ja, man merkt wieder, Sie hören nicht zu und verstehen vor allem nicht das, was gesagt wird. Würden wir dem Virus freien Lauf lassen, dann würde auch unser gutes Gesundheitssystem dem irgendwann nicht mehr gewachsen sein. Und das können wir nicht verantworten. Meine Hochachtung haben alle, die bei uns in einfach nur mal ein paar Minuten zuhören. Tut gut. Komme ich die Minute drauf? Danke. Meine Hochachtung haben alle, die bei uns im Land tatsächlich ihren gesunden Menschenverstand eingesetzt haben, um sich und andere zu schützen, die sich mit Überzeugung oder auch mit Murren an das halten, was dem Virus die Grundlage entzieht. Wir werden die Pandemie gemeinsam durchstehen. Und Sie von der AfD werden dazu in keiner Weise beigetragen haben. Aber alle, denen ehrlich das Wohl der Menschen am Herzen liegt, werden hier in diesem Haus weiter konstruktiv um den richtigen Weg streiten und in sorgfältiger Abwägung schwierige Entscheidungen treffen, um unser aller Gesundheit, unsere Freiheit und unsere Wirtschaft in dieser schwierigen Lage so gut es geht zu schützen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und das Wort geht an Rudolf Henke von der CDU-CSU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich glaube nicht, dass es meiner gestern und heute Morgen vorbereiteten Rede bedarf, um die Entscheidung zu treffen, die wir gleich zu treffen haben. Ich plädiere sehr dafür, dass wir den Antrag der AfD ablehnen. Alles, was zu sagen wäre, haben die Redner der anderen Fraktionen heute vorgetragen. Und deswegen, glaube ich, verwahre ich mir Gedanken, die noch nicht artikuliert sind, für den Zeitpunkt, wenn wir über die aktuelle Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite und deren weitere Entwicklung nach dem 31. März sprechen. Da müssen wir dann nämlich die Lage ab dem 1. April befinden. Alle Fraktionen können sich mit Vorschlägen einbringen. Und das Bundesministerium für Gesundheit hat uns bis dahin mit dem Bundesrat einen Bericht zum bisherigen Epidemieverlauf vorzulegen, inklusive Vorschlägen zu gesetzlichen, infrastrukturellen und personellen Veränderungen. Und weil das so ist, glaube ich, kann ich die heutige Debatte mit dem Hinweis schließen, dass ein Coronavirus im Rachen kein Normalbefund ist und da
anständigerweise nicht hingehört. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verzichte auf den weiteren Teil der Rede. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu einer persönlichen Erklärung des Abgeordneten Brandner nach § 30 der Geschäftsordnung. Ich habe dafür 2 Minuten vorgesehen. Ja, vielen Dank. § 30 sieht ja die Möglichkeit vor, eine Erklärung zur Aussprache abzugeben, unter anderem um Falschbehauptungen anderer Redner zurückzuweisen. Ich hatte mich zu Wort gemeldet während der Rede des Kollegen Lutschak. Der hat gleich mit einem Staccato von Falschbehauptungen angefangen. Danach kamen noch Herr Schinnenburg und Herr Martens. Ich weiß nicht, ob ich das in 2 Minuten jetzt alles schaffe, aber ich versuche es mal. Herr Lutschak, das lässt tief blicken. Ich hätte Ermächtigungsgesetz gesagt. Der Einzige, der Erste und Einzige, der in dieser Debatte das Wort Ermächtigungsgesetz gebraucht hat, waren Sie. Kein anderer hat es vor Ihnen gebraucht, kein anderer nach Ihnen. Das lässt tief blicken. Erste Falschbehauptung. Zweite Falschbehauptung. Wir hätten im Oktober 2020 einen identischen Antrag vorgelegt. Da gebe ich Ihnen recht. Wenn man nur das Wort Antrag liest, ist richtig. Da steht beides Mal Antrag drüber. Aber Sie oder Ihre Sekretärin müssen mal weiterlesen. Unser Antrag aus dem Oktober 2020 hatte die Zielrichtung Normenkontrollklage, § 5 Absatz 2, die ausufernden Verordnungsermächtigungsgrundlagen, § 5 Absatz 2. Jetzt unser Antrag, Sie haben ihn nicht gelesen, sonst würden Sie uns ihn nicht erzählen. Jetzt unser Antrag beschäftigt sich mit § 5 Absatz 1 und 28a des Infektionsschutzgesetzes. Etwas völlig anderes. Also mein Tipp unter Freunden, lesen Sie einfach weiter als das Wort Antrag, noch nach den Namen. Und dann kommt nämlich der Inhalt. Genau das Gleiche ist auch Herrn Schinnenburg passiert, der nicht in der Lage ist, Gesetze und Rechtsverordnungen zu unterscheiden. Herr Schinnenburg, § 5 Absatz 4 des Infektionsschutzgesetzes bezieht sich auf Rechtsverordnungen. Ja, aber hier geht es um ein Gesetz. Also auch was völlig anderes. Wenn Sie mir vorwerfen, ich wäre ein, zwei Mal bei irgendwelchen Vorlesungen nicht gewesen, da haben Sie recht. Aber ich glaube, Sie haben permanent blau gemacht. Ich glaube, Sie haben die Universität nie in einem Hörsaal von innen gesehen. Und das, glaube ich, verbindet Sie mit Herrn Lutschak, da wo ich nicht weiß, wo er sein Examen gewonnen hat. Also diese Falschbehauptung wollte ich noch mal richtigstellen. Ich hoffe, dass es mir mit dem gelungen. Herr Lutschak hat schon ganz rote Ohren. Er merkt, dass er sich peinlich benommen hat und blamiert hat in diesem Bundestag. Herr Lutschak, leben Sie damit. Ich habe es auch schon mal getan. Leben Sie damit. Irgendwann geht das wieder vorbei. Und der Spott Ihrer Fraktion wird Ihnen sicher sein. Vielen Dank. Wir kommen nun zum Antrag der Fraktion der AfD zur abstrakten Normenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes wegen des dritten Bevölkerungsschutzgesetzes auf Drucksache 26-239. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Abstimmung in der Sache. Die Fraktion der AfD wünscht Überweisung zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und zur Mitberatung an den Ausschuss für Inneres und Heimat sowie an den Ausschuss für Gesundheit. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für diese beantragte Überweisung? Das ist die Fraktion der AfD. Alle anderen Fraktionen sind dagegen. Gibt es Enthaltungen? Das sehe ich nicht. Damit ist die Überweisung abgelehnt. Wir kommen daher zur Abstimmung über den Antrag auf Drucksache 26-239. Noch lieber eine Abstimmung. Noch eine Abstimmung. Ich wiederhole die Abstimmung sehr gerne. Ich hatte gefragt, wir stimmen dann also noch einmal über den Antrag der AfD ab. Wer stimmt für diesen Überweisungsantrag der AfD? Danke. Wer stimmt gegen den Überweisungsantrag der AfD? Gibt es Enthaltungen? Ich sehe eine Enthaltung. Damit ist der Überweisungsantrag der AfD abgelehnt. Wir kommen daher zur Abstimmung über den Antrag auf Drucksache 26-239 in der Sache. Die Fraktion der AfD hat namentliche Abstimmung verlangt. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass auch in diesem Teil des Plenarbereichs die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht. Und ich verstöße gegen diese Pflicht mit den Mitteln des parlamentarischen Ordnungsrechts ahnden werde.
Ich bitte nun die Schriftführerinnen und Schriftführer, auch hierauf zu achten. Sie haben zur Abgabe ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung 30 Minuten Zeit. Bitte gehen Sie nicht alle gleichzeitig zur Abstimmung. Es stehen 8 Urnen zur Verfügung. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Ich sehe das okay. Sie sind an den Urnen besetzt. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 26-239. Die Abstimmungsurnen werden nach 30 Minuten, das heißt um 12.02 Uhr, geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 27a und 27b sowie Zusatzpunkte 13.